Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir den finalen Boss hoffentlich umgeklatscht. Nehme ich an, oder? Ja, ne? Welcher relativ easy war sogar, finde ich jetzt. Vielleicht sind wir doch ein bisschen überlevelt gewesen, obwohl wir doch immer so mit ein, zwei Schlägen weg waren. Egal, Hellaf ist besiegt? Fragezeichen. Und wir gucken mal, was jetzt noch kommt. Haben wir jetzt gerade wortwörtlich unsere Seraphen auf den geschossen? Das ist nicht gut, ne? Oh, es geht noch weiter. Okay. Epischer Zweikampf. Oh, sehr gut. Okay, dann komm her. Nur wir beide. Du und ich. Hirte gegen Herrscher des Unheils. Oh nein. Nicht analysieren. Vielleicht ist er auch so geskriptet, dass er mich nicht töten kann oder so. Jetzt habe ich noch keinen Kratzer abbekommen. Au. Aber er macht mir Schaden, ne? Aber solche Endings finde ich immer richtig geil. Einfach nur so ein Zweikampf zwischen zwei Charakteren. Ja, doch voll was. Außer, ich hoffe, du kannst natürlich nicht deine Mystikart einsetzen, weil sonst könnte ich Probleme kriegen. Mit deinem blöden Beben an, ne? Ich hier manchmal Schaden machen, manchmal überhaupt nicht, ne? Ich habe mich mal besser hoch. Ich kann den Kampf so weit von verlieren, ne? Aber er ist natürlich nicht mehr so stark wie vorher, also ist das schon mal gut. Ja, ich gebe dir ein paar Beast-Angriffe. Wurf. Macht den so wenig Schaden, ne? Aber egal. Einfach die Stimmung dieses Kampfes ist awesome. Ja, siehst mal, was ich drauf habe, wenn ich alleine kämpfe und nicht irgendwelche NPCs beschützen muss. Läuft doch schon viel besser. Wirkst ja so langsam, ne? Ja, meine Mystik gerade einsetzen. Oh ja. Oh, weit. Die kenne ich nicht, die Attacke. Oh, geil. Awesome. Okay. Leben auf dem Mittelweg. Oh, der ist das. Okay. Ein Leben des Kampfes. Okay, cool.
Kann ich nur nach vorne bewegen. Ja. Was richtig gutes Ende bis jetzt. Lese noch mal auf. Ich hoffe ja nicht, sonst müsste ich mein Schwert schon wieder gegen dich erheben. Bleib mal schön da sitzen. Ich ganz langsam auf dich zugehe. Also besser nicht durchbohren. Ich nehme an, ich muss Viereck drücken. Oder X, okay. Soll ich jetzt machen? Mal sehen, wenn ich nichts mache. Ich will nicht wirklich. Vielleicht passiert da was, wenn ich eine Minute lang nichts mache. Einfach nur da stehe. Oder auch nicht. Ich habe jetzt X gedrückt. Was soll's? Der auf einmal aus dem Kopf. Egal. Ich nehme an, das sind unsere Seraphen. Läuft hier ist die Katze ins Wenn ein bisschen leiser und dann kommt sowas.
Credits? Okay. Ja, das war's dann storytechnisch mit von Tales of Zestiria. Schon wieder so ein Spiel, wo der Charakter am Ende stirbt. Nehme ich an. Vielleicht taucht er ja nach den Credits nochmal auf. Also ja, ich mag nicht Spiele, die so ausgehen. Bei mir müssen die Helden überleben. Ich mag es nicht, wenn irgendwelche Charaktere einfach am Ende tot sind. Und deswegen, ja, bisschen jetzt das. Ich meine Bedenken. Ich glaube, jetzt sollte ich so mein Fazit mal zum Spiel abgeben. Und auch weil nicht irgendein Lied hier im Hintergrund läuft, das voll kopiergestellt ist und mir Probleme einbringt. Ich verliere sowieso kein Geld mit meinen Videos, also müsste ich dann stumm schalten. Was soll ich zu diesem Spiel sagen? Story, ja. Ende wurde schon mal richtig gut inszeniert. Ich mag es ja, wenn es so Zweikämpfen so endet. Habe ich schon in Tales of Symphonia 2 gemocht. Jetzt habe ich Tales of Symphonia 2 gespoilert. Aber bei allen Tales of Spielen, denen das passiert ist, fand ich das richtig Hammer. Und was noch? Jetzt nicht nur am Ende. Story allgemein. Fand ich jetzt. Also storytechnisch ist sowieso. Hat sich immer noch nichts geändert. Ich glaube nicht, dass so schnell irgendein Spiel davon rankommen wird, aber storytechnisch ist immer noch für mich Tales of the Abyss das beste Spiel. Obwohl es rückblickend vielleicht nicht die allerbeste. Hey, Tales of the Abyss. Ist sogar Referenz Destiny, Symphonia. Okay. Weiß nicht, ob. Ich glaube, viele sehen ja Tales of Symphonia hat die beste Story von allen, aber ich denke einfach mal, das ist einfach immer nur der Nostalgie-Schock. Der Nostalgie-Schock, was? Ist irgendwie die Nostalgie, die aus anderen Leuten so spricht. Das ist ja gleich wie bei Final Fantasy 7, obwohl ich. Weiß nicht. Tun auch alle viele hypen, obwohl die meistens nur den Teil gespielt haben. Irgendwie noch kein anderes Final Fantasy gespielt haben. Weil Tales of Serie ist jetzt nicht so, aber weiß nicht, wo ich darauf hinaus wollte. Ja. Charaktere. Ich finde es sehr doof, dass Alicia nur am Anfang spielbar war und dann am Ende so ganz kurz eine Stunde und dann nie mehr. Also hat man nie irgendwie eine Chance hat, sie noch permanent für die Truppe irgendwie. Was? Bewegliche Bilder? Okay. Also hat man nicht irgendwie so die Chance hat, sie irgendwie. Ach so, Mikleo hat ihn getragen. Stimmt. Und für die anderen Leute sind da Seraphen unsichtbar und da haben die ja sogar gesagt. Und da rennen wir von Eisen weg. Ja, Edna einfach so ganz gemütlich. Ja, Lieblingscharakter sowieso, Edna. Gefolgt von entweder Desel oder Zavet. Wenig gemochster Charakter, Layla, ganz eindeutig. Diese ganze Geheimniskrämerei. Ich weiß, das hatte ihre Gründe und wir haben ja auch erfahren, dass wenn man den wenn man diesen Schwur bricht, dass man dann mit dem Leben bezahlen muss, aber trotzdem, ich finde, das hätte man irgendwie noch so anders umgehen können. Oder anders zeigen können, so in dem Charakter. Hat mich so ein bisschen gestört. Ich weiß, es ist sehr dämlich, aber mich hat es persönlich gestört und da kann ich halt nichts gegen machen. Und die anderen Charaktere waren natürlich auch in Ordnung. So Rey, Mikleo, Layla, Rose. Obwohl ich irgendwie das Gefühl hatte, dass Rose irgendwie mehr Hauptcharakter war als Soray. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ich fand Soray war ein charaktermäßig ein relativ schwacher Hauptcharakter. Kommt irgendwie nicht so, weiß ich nicht, überzeugend rüber, so wie Mila oder Jude aus Xillia oder Luke aus Tales of the Abyss.
ist jetzt nicht irgendwie so jemand, den man noch nie gesehen hat, so sage ich mal. Ja. Was mich ein bisschen so gestört hat, ist von Anfang an irgendwie das. Ja, mir ist noch was eingefallen, aber das, da komme ich nur gleich zu. Das Kampfsystem, dass man immer zwei Menschen haben musste und dann einen Seraphen immer pro Mensch haben konnte. Ich habe erst am Anfang gedacht, man könnte zum Beispiel sich aussuchen, ob man zum Beispiel nur Soray dabei hat, dann drei Seraphen. Und dann die drei Seraphen mit einkämpfen. So habe ich mir irgendwie vorgestellt, wenn man nur einen Menschen ausgewählt hätte. Dann hätte man noch Alisha so einbauen können, dann hätte man drei Menschen, einen Seraphen und all sowas. Und dann haben sie halt irgendwie so komisch gemacht und weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber in jedem Kampf dann Zurei oder Rose haben musste, oh, das geht noch weiter. Ja, das kann doch nicht alles von den Credits sein, oder? Sag nicht, dass es. Ah, sorry. Gott verdammt, das ist schon wieder so ein offenes Ende. Ah, das ist, so, jetzt kommen noch mal Credits. Wollte ich schon sagen. Also er hat ja das Himmelsverzeichnis, also nehme ich mal an, dass das Soray war oder Sorays Nachfahren, aber wann ist das denn passiert? Keine Ahnung. Mit dem blauen Haar, wer könnte das gewesen sein? Irgendwie habe ich jetzt hier vollkommen was verpasst oder ich bin einfach nur blöd. Okay, weiter mit dem Fazit. Ja, das mit dem Kampfsystem fand ich so komisch geregelt irgendwie. Allgemein hat Alisha nicht zu einem gewissen Zeitpunkt, aber wir haben ja noch das DLC, was ich wahrscheinlich noch nicht in diesen nachfolgenden Part machen werde, aber ich werde erstmal versuchen, die optionalen Sachen alle hier zu machen. Dann gehe ich ins DLC rüber und dann gucken wir mal. Wenn das so wie funktioniert wie in Tales of Graces F, obwohl das ist wieder was anderes, ne? Graces F, das war ja im Spiel noch dabei und das ist ja ein DLC. Mal gucken, wann ich das mache. Wäre natürlich gut, wenn man mir erzählen könnte, wann ich das vielleicht machen sollte, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, wieder ein paar Parts aufzunehmen. Also werde ich mich jetzt hier an einigen optionalen Sachen anmachen. So, was mich auch noch gestört hat in dem Spiel, ist diese verdammten Cutscenes, immer aus so einer blöden Perspektive gezeigt worden sind. Meine, im letzten Kampf, ich meine, ich verstehe schon. Es ist verdammt viel Arbeit, solche Cutscenes zu animieren, so im Sinne von der letzten Cutscene, die man jetzt hier gerade gesehen hat. Hideo Baba, hey, unser Gott. Sag ich sag das jedes Mal in den Credits von jedem Tales of Spiel, ne? Ja, ich weiß, es ist schwer, solche Cutscenes zu animieren, aber die immer von so einer Perspektive zu zeigen, so ganz weit weg, dass man nicht die Mimik der Charaktere sieht oder die Gesten oder was weiß ich, fand ich dann doch so ein bisschen doof geregelt. So, noch mehr Cutscenes, gut. Gib mir mehr Antworten. Ich will ein Happy End haben. Hat sogar noch mehr Zweck dazu bekommen.
Ich bin ohne Ende verwirrt. Zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben. Der Weg des Hirten endet. Ja, in Legendschlüssel des Seraphschars. Schlüssel zur Wiedererweckung antiker Seraphschars. Das ist ein Rätsel, warum Helldive ihn hatte. Egal, jetzt haben wir ihn. Glückwunsch zum Abschluss des Spiels. Du kannst den Spielstand jetzt speichern. Durch das Laden der gespeicherten Daten kannst du das Spiel direkt vor dem finalen Kampf fortsetzen. Habe ich mir gedacht. Auf dem Titelbildschirm erscheint die Option Neues Spiel Plus. Wenn du diesen Spielmodus wählst, startest du ein neues Spiel, bei dem Infos aus den Abschlussdaten übernommen werden. Yep. Gut. Ah. So, so viele Fragen. Okay, erstens, war das jetzt zu Ray? Es ist wieder so ein offenes Ende hier, wie ein Tales of the Abyss. War das jetzt Soray? Wenn ja, warum hat er sich anscheinend von Mikleo ferngehalten? Weil sonst wäre er ja nicht so überrascht, ihn zu sehen. Upp, weg damit. So. Ja, Alishas Geschichte haben wir noch. Weiß nicht, wann ich die mache. Ich mache jetzt erstmal, ich gucke nochmal, ob wir Eisen schaffen oder nicht mehr in diesem Part, aber vielleicht sind da jetzt einige Quests offen. Ist aber manchmal auch so der Fall. So, wenn das jetzt Zoray war, warum hat er sich von Mikleo ferngehalten? Sonst wäre ja Mikleo nicht so überrascht gewesen. Und ja, keine Ahnung. Und guckt euch das an, wir haben irgendwas freigeschaltet. Wir sollen eine Pause einlegen. Klingt gut, es bringt nichts, unsere ganze Energie zu verschwenden. Wie klingt Darmsee als Unterschlupf für die Nacht? Das klingt sehr gut. Gut. Was? Was? Achso, Firk. Wollte schon sagen, wer mit Firk denn die Karte werfen? Guck mal, was habe ich hier bekommen? Keine Ahnung. Gut, würde ich sagen, mehr gibt es ja jetzt gerade nicht zu erledigen. Ne? Ich gehe mal nach Darmsee. Obwohl, lass mal, na, starte ich irgendwann. So, ich mache dann mal hier Feierabend. Das Projekt ist natürlich noch nicht zu Ende, aber es nähert sich dem Ende. Nach und nach kommt immer weniger, was wir erledigen können. Und dann beende ich mal hier den Part. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.